Seht ihr das? iMac, MacBook, iMac, MacBook. macOS 12.3 ist raus und damit ein neues Feature, Universal Control. Wie das funktioniert und wie ihr das einrichtet, das zeige ich euch jetzt. Das neue Feature ist endlich ausgerollt. Das wurde ja schon vor längerer Zeit angekündigt. Ihr müsst das macOS Monterey 12.3 installiert haben und auf iOS-Geräten, also iPad 15.4. Dann könnt ihr das aktivieren und könnt quasi mit einer Maus vom iMac auf das MacBook und könnt dann hier weiterarbeiten. Die Tastatur funktioniert dann hier auch. Und was ich besonders geil finde, sonst hat man das ja immer über einen AirDrop gemacht. Man kann jetzt auch Dateien direkt von einem Rechner zum anderen schieben. Also ich fasse mal hier den Footage-Ordner an, schiebe den rüber, bin hier auf dem Desktop vom MacBook und zack, ist es drüben. Oder hier eine PDF. Und schon ist sie auf dem MacBook. Wie aktiviert ihr das jetzt? Ihr geht in die Einstellungen, dort unter Displays, das macht ihr übrigens bei beiden Geräten und habt hier unten jetzt so einen Button Universal Control und da aktiviert ihr alle drei Bereiche oder setzt überall einen Haken, klickt auf Dann. Bei mir musste ich dann beide Geräte nochmal neu starten und dann ja, waren die automatisch dafür registriert. Das gleiche habe ich auch hier gemacht. Ich kann natürlich auch mit der Maus rübergehen. Und ihr seht hier auch, es sind jetzt alle ja, Displays hier zu sehen. Das ist mein iMac, das ist der Samsung, da habe ich mein Mail-Programm, wird da angezeigt, Kalender und so weiter. Der iMac-Bildschirm ist der, mit dem ich arbeite und hier ist das MacBook. Das sieht man auch oben immer schön die Bezeichnung. So könnt ihr das aktivieren, könnt dann mit einer Maus und einer Tastatur auf beiden Geräten arbeiten. Also ihr könnt dann switchen und müsst nicht immer umständlich hier nochmal auf der MacBook-Tastatur arbeiten. Ich benutze auch hier die Logi MX Master, das Keyboard und die Maus dazu. Die hat ja auch die Funktion, wo ihr switchen könnt und das ja, ist jetzt einfach nicht mehr nötig mit dem neuen Feature von macOS Monterey. Ihr könnt direkt rüber und über switchen. Braucht da nicht mehr das Feature von Logitech. Es funktioniert auch mit jeder anderen Tastatur und Maus, natürlich auch mit dem Apple Keyboard und der Apple Magic Maus. Und ich zeige euch ganz kurz noch, wie ihr das am iPad einrichtet. Ihr geht dort in Einstellungen, dann allgemein und dort habt ihr dann hier so ein Feld Cursor und Keyboard in Klammern Beta und das schaltet ihr einfach an. Ich habe kein iPad, wo ich das ausprobieren kann, aber dann sollte das dort auch funktionieren. Ihr könnt dann auch Dateien mit der Maus vom Rechner aufs iPad ziehen und umgekehrt. Könnt auch mit der Tastatur am iPad arbeiten. Schreibt mal drunter, ob das funktioniert und wie das bei euch klappt und wie ihr das Feature findet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, wenn ihr für neue Videos Benachrichtigungen bekommen wollt. Ansonsten war es das für heute. Bis bald. Ciao, ciao.